Hallo, ich bin der Porno-Kingpin Number One und ihr seid heute live mit dabei. Heute gehe ich natürlich in den Marinebunker in Peenemünde. Hier habe ich natürlich schon mal gefilmt. Der Bunker ist mit Wasser überfüllt und zugewuchert. Jetzt geht's los und ihr seid live mit dabei. Viel Spaß dabei, euer Porno-Kingpin Number One. Shake it out, yeah! Also, wie man sieht, extrem zugewuchert. Also ich bin hier ungefähr auf Standhöhe. Ich drehe jetzt mal die Kamera zu mir, dass ihr ungefähr seht, wie hoch hier alles ist. Unglaublicherweise. Und es schallt natürlich auch Richtung Bunker, das hört man auch. Wir gehen jetzt hinein. Der Bunker war letztes Mal sehr extrem überflutet. Oh, wie ich schon sehe, er ist überflutet. Ihr seht natürlich, wie hoch hier alles zugewuchert ist seit der letzten Zeit. Das war ungefähr vor 2, 3 Monaten, muss ich dazu sagen. Oh, ich höre schon, hier sind Vögel drin. Aber ich schwenk mal hinab. Also gut, man sieht schon, hier ist sehr, sehr tief das Wasser. Vögel sind hier drinne. Hallo Vögelchen. Wir gehen einfach mal hinein. Wie man sieht, ich habe auch Stiefel an. Fragt sich natürlich, ob die tief genug sind. Und wir beginnen unsere kleine Bunkertour, würde ich sagen. Ich hoffe nicht, dass es hier natürlich noch tiefer wird. Aber man sieht natürlich, hier sind massig Vögel drin. Ja, das Wasser steht echt bis extrem hoch, wie man sieht. Weit werde ich natürlich hier mit nicht kommen. Es ist halt natürlich auch sehr extrem hier in diesem Bunker. Dieses reine DDR-Architektur, muss man dazu sagen. Hier sind Schwalben unter anderem. Diese sieht man hier auch, wie sie fliegen. Man sieht unter anderem noch Lampen, DDR. Diese kenne ich selber noch. Wir haben Seile. Wie gesagt, das Wasser ist hier extrem tief. Ich denke, ich werde hier auch nicht unbedingt viel weiter gehen können. Es gibt hier natürlich auch einen Abstieg, den werde ich gleich mal filmen. Man sieht auf jeden Fall schon einiges von der Architektur des Bunkers. Schwalbennester ohne Ende. Viele, die nisten sogar, wie man sieht da oben. Ich werde mal sehen, wie weit ich hier noch weiterkomme. Ich muss leider mal zur Mitte des Bunkers. Das ist hier extrem überflutet. Ich habe bis zum Stiefelschaft ungefähr noch ca. 2 cm, muss ich zudem sagen. Sieht man natürlich auch einen Einstieg. Also gab es hier auch mal einen Einstieg. In der oberen Ecke dort oben sieht man unter anderem eine Leiter. Diese ging von oben nach unten in den Bunker. Das ist, denke ich mal, auf jeden Fall ein Noteinstieg gewesen. Wir sehen hier natürlich auch ein Rohr. Diese Halle wird durch 4 Säulen gehalten. Eins, zwei, drei, vier. Dort ist der Eingang nochmal zu sehen. Eine Elektronik natürlich. Schwalben sind vorhanden. Zwei Lampen. Drei Lampen. Natürlich auch Nester. Dies wird jetzt von Vögeln natürlich benutzt. Man sieht auch noch die Abstiegsstufen. Aber gut, weil man natürlich auch sieht, Wasser ist hier extrem. Gut. Ich werde natürlich die Halle jetzt auch gleich wieder verlassen, muss ich dazu sagen. Also. Das Grundwasser ist natürlich auch extrem, wie man sieht. Ich komme hier an die Maximumschwelle. Ist schon recht krass, würde ich sagen. Okay. Ich schwenke nun noch ein einziges Mal so als Panorama einmal in diesem Bunker rum vom Eingang aus. Dort ist der Eingang.
Und ich denke, das ist der Notein- und Ausstieg. Wie gesagt, die Stufen sind noch erkennbar. Dann haben wir die Lampen. Ich muss dazu natürlich auch sagen, also die ganzen Stützkonstruktionen sind soweit alle noch recht positiv zu beeinflussen und beeindruckend. Schwalben, wie gesagt, sind in den Nestern hier. Dieser Bunker wird jetzt zurzeit als Vogelzucht benutzt. Also Vögel haben sich hier natürlich heimgelassen. Wir haben dort hinten natürlich auch noch Stromkästen. Der ganze Bunker ist komplett in Wasser. Und soweit eigentlich unbegehbar. Nun geht es wieder zurück. Dies sollte auch bloß ein kleines Beispiel für einen Bunker darstellen, muss ich dazu sagen. Das ist der Hauptschalter für diesen Bunker. Die Stromverteilerkästen haben wir hier. Plus die ganzen Brückenabzweigungen. Dort oben sitzt eine Schwalbe. Vielleicht seht ihr sie. Jetzt müsste sie mittig sein. Lampen. Und massig Schwalbennester. Okay, dies hier ist natürlich die Tür. Ziemlich dick. Man sieht natürlich auch reines Metall. Dick. Ist offen, also ich bin auf jeden Fall schon mal nicht eingebrochen in diesen Bunker. Der ist frei zugänglich, jedoch muss man ihn erst mal finden. Das ist der Trick an der Sache. Und natürlich, wenn euch dieses Video gefallen hat, bewertet es bitte mit Daumen hoch. Euer Pornokind Number One. Shake it out. Yeah.